So, dann herzlich willkommen zum JFD Live Trading TV. Das Bild sollte da sein. Heute müssen bzw. sollten die Bullen die Chancen im DAX, ja, die Aufwärtschancen nützen. Denn in Amerika gab es jetzt keine wunderschöne Umkehrkerze, allerdings wurde hier das Level auf Schlusskursbasis verteidigt hier im Dow Jones. Also hier kann man jetzt ja auf eine schon auf eine Erholung spekulieren bis circa 17.870 erstmal. Allerdings könnte es sich dann hier, wenn es hier das eine dynamische Aufwärtsbewegung sich ergibt, kann sich das auch dann direkt nach oben auffächern. Im Nasdaq hat sich, ja, der konnte sich sogar ins Plus retten, ganz leicht. Tief eröffnet, direkt an der Unterkante und dann eben Schlusskurs darüber. Und auch die Marke, die damalige Tagesunterstützung bzw. damals Widerstand, hat eben auch gehalten. Und solange der jetzt eben über, ja, circa eben über 4.400 Punkten notiert, sollte es eben jetzt auch Richtung hier Richtung 4.480 gehen. Im DAX, bevor wir zum DAX kommen, eben hier noch der Hang Seng Index hat ja auch exakt unten an der Kante gedreht. Das Kauflimit war dann hier ein bisschen eben zu hoch. Sah aber gestern so aus, dass eben der DAX eben auch schon die Chance nutzen hätte können, nach oben zu gehen. Und auf Schlusskursbasis wird das Limit nicht da erreicht. Hier liegt man jetzt leicht im Plus. So, kommen wir zum DAX. Hier ist jetzt noch nicht die Indikation drin. Denn wir stehen deutlich höher. Ah, in den letzten Minuten, ne, ging es nochmal ein Stück höher. Gut, vorher habe ich noch 9.580 Punkte gesehen. Also hier ist hier mit dem Kurs. Ging es hier long? Ja, jetzt stimmt, hier ist jetzt nicht Xetra, deswegen bin ich gerade ein bisschen verwirrt, weil der DAX hat ja hier tiefer geschlossen. Also, man konnte hier, wenn man das Kauflimit auf Xetra drin gelassen hätte, ist man hier jetzt auf dem aktuellen Niveau, wäre man long gegangen oder ist man long gegangen oder etwas tiefer, denn hier auf Schlusskursbasis hat hier der DAX das Level eben verteidigt und ein richtiges Kaufsignal. Ja, da müsste jetzt eben der Xetra-Handel eben beginnen. Da kann man das etwas besser sehen, denn im Prinzip über dieser letzten, über dem gestrigen Hoch, ja, wäre hier auf jeden Fall ein Gap Close. Es wäre zwar nicht viel Punkte drinnen, allerdings eben hier dann Richtung 9.795 wäre hier ein Ziel, beziehungsweise eben bis rund 9.730 Punkte. So wie es hier eben dann dargestellt ist, erstmal. Davon sollte dann auch eine BMW profitieren. Hier gab es leichte Verluste. Aber jetzt sollten noch, ja, im Laufe der Woche sollte die BMW-Aktie auf die Unterkante des Rainbows oder die Unterkante des Rainbows touchieren und dann vielleicht nochmal ein Tief machen. Da muss man eben an den DAX genauer beobachten. Zum Rohöl, zum WTI hat jetzt exakt hier das
erste Kursziel erreicht. Kann eben, weil jetzt die Märkte ja womöglich, also die Aktienmärkte nach oben tendieren, kann eben auch Öl wieder nach oben gehen und dann erst die zweite Bewegung einschlagen. Bei Brent sieht es ja sehr ähnlich aus. Der Tiefpunkt lag bei 49,25. Hier war die alte Marke eben bei 49,30. Also jetzt nur minimal touchiert, wird jetzt hier nicht das neue direkt aktiviert, sondern mit dem Rücklauf. Ja, der kann jetzt auch nur minimal ausfallen. Allerdings, wie schon gestern besprochen, also über 41, 51 US-Dollar sollte Öl definitiv nicht gehen. Kann jetzt hier seitwärts laufen und dann mit dem neuen Tief hier ein neues Verkaufssignal dann generieren. Zu Hypoport noch kurz ein Wort. Ja, also wenn jetzt der DAX stärker ansteigt, dürfte hier eben auch die Hypoport profitieren und in Richtung Gap Close tendieren. Zum Forex, da gab es hier australische Dollar, neuseeländischer Dollar, wurde hier auf 4-Stunden-Basis diese Buy-Trigger-Marke aktiviert und auf Tagesbasis lag das Limit weiter unten, hier mit einer schönen Kerze. Allerdings kommt der jetzt hier an der Unterkante wieder zum Stehen und produziert hier jetzt erstmal eine unschöne Kerze, ja. Aber bis zum Stopp ist es natürlich noch weit und zudem steht er jetzt gerade noch über der Beiträgermarke. Allerdings muss man hier das eben auch eng beobachten. Am besten bleibt hier der Kurs über der Aufwärtstrendlinie. Das war's, danke fürs Zuhören und bis später.